Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen. Mich erreichte heute ein Paket von Close Up. Jawohl. Und das ist aber nicht so direkt von Close Up. Das ist von Frank. Der liebe Film-Know-How hat mal wieder zugeschlagen und hat gesagt, ich habe da mal was bei Close Up zusammengestellt und habe dir das mal zugeschickt. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Er sprach von großen Dingen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr hoffentlich auch? Fanpost, jawohl. Jawohl. Frank lässt sich da auch nie lumpen. Ne? Schickt regelmäßig Fanpost. Ganz großartig. Schönen Dank auf jeden Fall, egal was hier drin ist. Ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich. Ne? Ich bin äußerst gespannt. Ich bin also wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das Erste, was wir haben, ist erstmal Verpackungsmaterial. Schön in Gelb. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Gelbes Verpackungsmaterial. Das lässt sich doch sehr gut sehen. So, was haben wir hier? Das ist die Rechnung. Die wollen wir nicht sehen. Die packen wir mal ganz gemütlich beiseite. Rechnung beiseite, so. Ui. Das ist interessant. Das ist interessant. Es ist klein, mittel und groß. Irgendwie interessant. Das Erste, was ich hier drin habe, ist irgendwie lustig. Oh, die haben das. Warum? Das ist so, dass man das beim Auspacken noch kaputt macht, weil man hier so viel Tesa drum hat. Ah, es geht. Siehst du. Ich mache den Tesastreifen mal ab, damit da nichts passiert. Hinfort, Tesastreifen. Das erste Teil, was wir hier haben, ist ein Funko Pop. Und schönes Verpackungsmaterial, Bubble Wrap. Und der Funko Pop ist Rotz. Jawohl, das ist voll der Rotz. Nein, das ist Rose. Nicht Rotz, natürlich Rose. Von Monster AG oder Pixar's Monster. Monsters heißt das jetzt hier. Warum heißt das Pixar's Monsters? Müsste das nicht Monster AG heißen oder die Monster Uni war es nicht, aber es war irgendwie. Der sieht mega aus. Also das ist auf jeden Fall die sich um alles kümmert bei der Monster AG. Ne? Die halt die Termine macht und so. Wenn man den Film komplett gesehen hat. Der weiß, was es noch mit der auf sich hat. Die ist ja fantastisch gemacht. Also ich meine, schaut mal, hier ist ihre Brille. Ne? Die ist hier sogar mit so einer Kette festgemacht sozusagen. Das haben sie alles ausgemoldet. Ne? Die hat ihren Bleistift in der Hand. Und hier ihre Unterlagen, da ist sogar was drauf zu sehen. Guck mal. Also den Pop haben sie richtig fantastisch gemacht. Ja, gefällt mir gut. Den finde ich sehr schön. Also... Auch wenn sie nicht sehr hübsch ist, ich finde den Pop wunderbar. Also der Pop ist wirklich großartig gemacht. Das hier hinten, das sieht sogar glänzend aus, als wäre das wirklich so eine Schnecke. Hammer. Ziemlich geiler Pop, muss ich sagen. Also der gefällt mir schon mal richtig gut. Finde ich geil. Also Ross ist super. Ja, ich stehe nicht so auf Menschenpops, aber das ist auf jeden Fall kein Menschenpop. Das kann man nicht anders sagen. So, oh weia. Ja, auch geil. Das ist auch ziemlich cool. Denn, das habe ich kürzlich erwähnt, dass ich soweit alles Mögliche von Overwatch habe. Am Pop. Oh, warte. Ich kann das so einfach so nach innen falten, da passiert auch niemandem was. Einfach, sagt er. Einfach. Klebriges Klebeband ist klebrig. So. Das packt auch mal ganz unauffällig weg. Dann haben wir Winston von Overwatch. Ne, das ist ein. Oversized Pop, aber der hat die kleinste Oversized Pop-Packung, die ich je gesehen habe. Ich traue mich fast gar nicht, den auszupacken. Ich glaube, ich lasse es in diesem Fall auch. Normalerweise packe ich euch die Pops ja mal gerne aus, aber diese 6 Zoll Boxen, die sind etwas dicker, aber das, was drauf gedruckt ist, da ist noch so ein dünnes Papier vorne drauf gedruckt, das ist leider nicht dicker und dementsprechend ist das so, sobald du die Box aufreißt, reißt du dir hier die Sachen ein. Ich habe das schon beim Pennywise Movie Moment gehabt, ganz schrecklich, habe ich mich sehr geärgert, deswegen lasse ich den jetzt tatsächlich einmal. Entschuldigt bitte, ich habe es ein bisschen im Hals. Einfach mal zu. Winston, ja, der letzte, der mir im Prinzip von Overwatch noch so direkt fehlte. Na, der muss natürlich auch dann direkt ins Regal. Ich habe da gar keinen Platz. Was mache ich jetzt? Ah, das war genau austariert für die 6 Zoll Pops. Da war nichts. Nee, Spaß. Oder hole ich ihn unten einmal raus? Ach komm, ich versuch's. Ich versuch's ganz unauffällig, oder? Der ist auch nicht zugeklebt. Das müsste gehen. Obwohl oben ist der sogar schon. Nee. Mache ich extra noch für euch, sag ich das. Ganz vorsichtig, dass dann nichts passiert.
Den kriege ich nicht raus. Ne, Leute, sorry. Ich krieg den nicht raus, ich lasse den drin. Sicher ist sicher, das ist jetzt mit zu viel Gewalt, da habe ich, naja, es geht doch irgendwas kaputt. Das wäre schade drum, weil ihr wisst, ich sammle sie in dem Karton. Auch wenn ich sie gerne raushole. Ich hole die Pops unheimlich gerne mal raus und gucke sie mir mal genauer an. Den hier würde ich mir auch gerne mal genauer angucken, aber das ist mir jetzt zu gefährlich, deswegen lasse ich den drin. Nicht übel nehmen, ne? Guckt euch kurz nochmal die Ross an. Ross ist super. Hallo, ja, das geht schon klar. Da kann ich wieder lustige Sequenzen drehen hier. Ja, das geht. Und dann haben wir den hier noch. Genau. Genau diese drei Sachen. Richtig geil. Frank hat aber auch schon angekündigt, er wird demnächst nochmal ein richtiges Paket schicken. Das hier war dann wohl nicht das richtige Paket. Ne, er schickt aber nochmal was. Er hat kürzlich erst was geschickt und demnächst sagt er, schickt er mir nochmal einen Schwung von Sachen. Er hat da noch so ein paar schöne Dinge zusammengestellt, die er mir unbedingt schicken will. Ich krieg das nicht auf. Wo ist denn das Messer hin? Wenn man das mal braucht, nehmen wir die Schere. Schnipp, 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 schnipp. So. Alles aufgeschnibbelt. Das ist etwas, was mir auch noch fehlt. Ja. Meine stetig wachsende Stranger Things Sammlung, die auch gar nicht so doll wachsen soll, weil ich will da nur ganz bestimmte von haben. aber der gehört auf jeden Fall mit dazu. Das Ding ist hammerkrass. Also kriege ich den rausgeholt? Ich hoffe es doch. Ich hoffe, den kriege ich rausgeholt. Er ist nicht zugeklebt. Ich möchte den zeigen. Lasst mich den rausholen. Bitte sei gnädig, liebe Verpackung. Nicht einreißen, nicht kaputt gehen. Etwas besser. Ah, fliegt da fast noch runter. Ja, ganz hundertprozentig. Mint ist die Verpackung sowieso nicht. Aber das ist auch relativ normal. Es gibt nämlich fast keine Mintenverpackung. Das ist ein Irrglaube. In den meisten Fällen haben die immer irgendwas. Genau wie die Pops immer irgendwas haben. Und das finde ich absolut in Ordnung. Das ist einfach bei Pops auch ein Stück weit Tradition, dass die immer irgendwas haben. Bemalungsfehler. Hier ist zum Beispiel auch ein kleiner Bemalungsfehler. Das macht aber überhaupt nichts. Ne? Der sieht mega aus. Kann natürlich nur den Kopf drehen, wie immer. Funko Pops, Kopf drehen. Ja. Eine 360-Grad Kopfartikulation ist möglich. Mache ich aber ungern, weil wenn man den einmal 360 Grad gedreht hat, hat sich das so lose gedreht, dass der Kopf ein bisschen locker ist. Das ist der Demogorgon in 6 Zoll von Stranger Things. Den finde ich hammergeil. Hammergut. Richtig geil. Den finde ich sogar richtig, richtig gut. Der gefällt mir extremst gut. Der muss auf jeden Fall auch in meine 6 Zoll Sammlung, weil da oben ja auch gar kein Platz mehr ist. Deswegen, was mache ich denn jetzt? Ja, mal hingucken, vielleicht seht ihr das schon. Das ist schon total eng gestellt da oben. Ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll, das Problem. Aber ich werde es irgendwie lösen. Und wenn ich da irgendwas anderes wegstelle, habe ich auch zum Glück auch noch ein paar andere Regale. Den finde ich mega. Stranger Things, der fehlte auch noch, finde ich mega. Na, wisst ihr, was witzig ist? Ich habe keine einzige 11 als Pop. Na, ich hatte mal eine 11, die erste damals. Und die habe ich dann verkauft irgendwann. Ja, ich habe die Stranger Things Pops verkauft. Und dann kam irgendwann Mia, dann hatte ich wieder ganz viele. Na, jetzt habe ich die 4 Jungs als Ghostbuster. Na, noch so ein paar andere, Max und so. Und auch noch einige, die ich vielleicht auch wieder abtreten werde, weil die jetzt dann noch nicht so spannend sind. Ihr wisst, Menschen-Pops. Na, aber eine 11 habe ich keine mehr. Das ist natürlich super lustig. Na, aber hier habe ich auf jeden Fall den Demogorgon. Und der fehlte mir auf jeden Fall noch. Also der Große, der auf jeden Fall. Hammer. Finde ich mega geil. Ja, wobei da voll wenig dran ist, ne? Der ist voll schmal. Jetzt kriegt man wenig für sein Geld. Ne? Der ist relativ schmal. Da war der Tyrant zum Beispiel sehr viel größer und bulliger. Aber das macht nichts. Ich finde den total schön. Er sieht doch herrlich aus, oder? Das ist wunderbar, der Demogorgon. Ich mag den wirklich. Also dieser Demogorgon ist ganz, ganz toll. Ich finde die Serie auch ganz, 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 ganz toll. Stranger Things, eine tolle Serie. Ja, und jetzt habe ich hier die Monster AG sozusagen komplett. Das ist Hammer. Richtig geil. Vielen Dank, Frank. Das ist wieder mal unfassbar. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich das zu schätzen weiß. Das ist immer sehr schwierig, das so rüberzubringen, dass man sagt, hey, ich freue mich da wirklich mega doll drüber. Ne? Und ich halte euch alle für verrückt. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Dass ihr da so großzügig immer irgendwelche Geschenke raushaut. Das keine Ahnung. Es gibt Leute, die sagen, jo, Mike, freu dich einfach drüber und lass gut sein. Und andere sagen, was, ne? Was machen die Leute? Und ich weiß es halt immer nicht. Ich bin auf jeden Fall mega dankbar. Das ist eine Sache. Ich bin auf jeden Fall mega, mega dankbar, dass ihr mich da so supportet. Finde ich ganz, ganz toll. Ja. Ne? Mit dem Winston haben wir hier drei. Ne?
Heute schönes Creature-Feature, dank Frank, Film-Know-How. Ne? Ich danke dir wirklich von Herzen. Ne? Okay. Ja, das war's für heute. Ne? Finde ich mega geil. Würde ich sagen, lasst Frank mal einen Daumen nach oben da, der freut sich. Ne? Schaltet beim nächsten Mal wieder an, ne? Und denkt an das Abo. Hab ich Bock drauf, hab Bock auf euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hab ich glaube ich schon gesagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann. Macht's gut, Leute. Tschüss.